Die mechanische Aufbauseemaschine Vitasem von Pöttinger lässt sich in Kombination mit 5 verschiedenen Bodenbearbeitungsgeräten konfigurieren. Im Agrartechnik-Maschinentest hatten wir die Gelegenheit, die Vitasem ADD kombiniert mit der Kurzegge Fox und die Vitasem A kombiniert mit der Kreiselegge Lion auszuprobieren. In diesem Video vergleichen wir die beiden Maschinen und gehen auf die Unterschiede bei der Schartechnik ein. Aufbauseemaschinen eignen sich vor allem für kleinere bis mittlere Betriebsgrößen. Gegenüber pneumatischer und gezogener Seetechnik kommen sie mit weniger Technik aus und stellen geringere Anforderungen an die Bedienung und den Zugtraktor. Weil die Maschinen auch von kleineren Traktoren im Heckanbau getragen werden sollen, ist das Saattankvolumen gegenüber gezogener Technik deutlich geringer. Unsere beiden Testmaschinen verfügten über die optionale 1000 Liter Tankausführung. Die Arbeitsbreite liegt bei diesen Maschinen, konstruktiv bedingt, in Deutschland in der Regel bei 3 Metern. Den Säkasten auf das Bodenbearbeitungsgerät aufzubauen bzw. bei diesen Aufnahmen zu trennen, ist einfach und war in wenigen Minuten erledigt. 4 Stützfüße werden dafür beidseitig eingeschoben. Daraufhin werden 2 Verbindungsbügel und der Oberlenker gelöst. Die Kreiselegge lässt sich so auch solo verwenden. Werfen wir einen Blick auf die Gemeinsamkeiten beider Maschinen. Der Säkasten an sich und die Dosierung sind bei beiden Maschinen identisch. Der Deckel lässt sich in 2 Stufen weit öffnen. Wir haben die Vitasem per Schnecke, Frontlader und Big Pack befüllt. Die Abdrehprobe geht leicht von der Hand. Die Umstellung zwischen Grob- und Feinsämerei ist erfreulich einfach gehalten. Standardmäßig dient das Compass Control Bedienteil zur Steuerung der Vitasem. Mit einem Magneten lässt es sich praktischerweise zum Abdrehen draußen an der Maschine anbringen. Die Anzahl der Kurbelumdrehungen wird akustisch signalisiert. Interessiert haben uns vor allem die Unterschiede bei der Schartechnik zwischen der Vitasem A mit Einscheibenschar und der ADD mit Doppelscheibenschar. Die Einscheibensätechnik ist deutlich einfacher aufgebaut. Dies wirkt sich auf den Preis und natürlich das Maschinengewicht aus. Der Schardruck liegt bei maximal 25 kg und wird per Spindel zentral eingestellt. Die optionalen Druckrollen sind für eine bessere Tiefenführung absolut zu empfehlen. Die Justierung muss an jeder Rolle separat erfolgen. Den Perfektstriegel hatten wir während unseres Testeinsatzes sehr defensiv eingestellt. Zu empfehlen ist bei dieser Maschinenkombination der optionale hydraulische Oberlenker zwischen Sämaschine und Kreiselegge. Der Säkasten lässt sich so am Vorgewende zum Vorkreiseln einfach ausheben. Die Bodenbearbeitung ist sehr intensiv. Bis 9 Stundenkilometer haben wir die Sämaschine gefahren. Vor allem auf grenzwertigen, schweren Standorten kamen wir mit der Kreiselegge immer noch gut zurecht. Einen noch besseren Umgang mit organischer Masse auf der Oberfläche bietet das Doppelscheibenschar. Es wird weniger Erde bewegt und die Saatgutablage ist im Vergleich zum Einscheibenschar auf den meisten Standorten präziser. Jede einzelne Seeeinheit ist auf Gummipolstern montiert und kann leicht in alle Richtungen Hindernissen ausweichen. Der Schardruck bis 50 kg, genauso wie die Tiefenverstellung, werden zentral mit einer Spindel verdreht. Die Kurzegge Fox sieht nur auf den ersten Blick einer Kurzscheibenegge ähnlich und ist aufgrund des fehlenden Anstellwinkels und des Durchmessers der Scheiben nur bedingt für den Solo-Stoppelsturz gedacht. Als Vorwerkzeug an der Vitasem ADD leistet sie aber gute Dienste. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der Kreiselegge ist die höhere Arbeitsgeschwindigkeit. 12 Stundenkilometer stellten in unserem Test kein Problem dar. Bei beiden Maschinen ließen sich vom Fahrersitz die Seeschare und deren Laufverhalten einsehen.
So lässt sich die Fahrgeschwindigkeit gegebenenfalls anpassen. Mit dem Feldaufgang sind wir bei beiden Sämaschinen sehr zufrieden. Beim Listenpreis liegt die Vitasäm A mit Kreiselegge und Einscheibenschar mit 36.250 Euro leicht über der Vitasäm ADD mit Kurzscheibenegge und Doppelscheibenschar, die Pöttinger in unserer Testausrüstung mit 34.200 Euro berechnet. Weitere Details zu beiden Maschinen lest ihr in der Januar-Ausgabe des Fachmagazins Agrartechnik. Weitere Maschinentests, auch zu Pöttinger Landmaschinen, findet ihr in unserem YouTube-Kanal.